Willkommen zum vierten Teil. Wir sind jetzt in Photoshop. Ich habe mein neues Bild geöffnet. Ich hatte es NG Test Alpha genannt. Da ist es. Ich habe es mal auf die Hälfte verkleinert und mit der Taste F habe ich die offenen Bilddateien in die normale Fensterdarstellung gebracht, sodass ich jetzt Dinge aus der einen Datei in die andere ziehen kann. Dieses Bild, was ich jetzt zuletzt gerendert habe, dient ja nur dazu, mir diesen Alpha-Kanal für den Hintergrund zu liefern, diese Hintergrundmaske. Und dazu schaue ich zunächst einmal in der Kanäle-Palette dieses Bildes nach, Channels, Kanäle. Und dort sehen Sie, dass dort dieser Alpha-Kanal als oder diese Hintergrundmaske als zusätzlicher Kanal abgelegt ist. Wie Sie wissen, sind die Farbkanäle wichtig für die Farbinformation des Bildes. Photoshop benutzt aber die Kanäle-Palette, um dort irgendwelche gespeicherten Auswahlen oder Masken, wie immer man das nennen möchte, abzulegen als zusätzliche Kanäle. Und da ich das gleich benutzen möchte in meinem anderen Bild, ziehe ich jetzt diesen Kanal aus dieser Kanäle-Palette in mein Originalbild, also das zuerst gerenderte Bild, einfach nur so hinein und lasse es dort fallen. Damit wird es automatisch an der richtigen Stelle abgelegt, auch in der Kanäle-Palette, wo ich es dann gleich benutzen kann. Es ist nicht wichtig, bei der Positionierung aufzupassen. Photoshop passt es automatisch ein. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Auflösung des Bildes, also die Pixelzahl, die Pixeldimension beider Bilder gleich sind. Im Zielbild, also in meinem eigentlichen Bild angekommen, aktiviere ich wieder die RGB-Kanäle und schaue mir jetzt mal an, was ich noch für ein Bild habe, was ich jetzt dort einfügen will. Ich habe ein weiteres Bild geöffnet, einen Himmel. Und den möchte ich jetzt gerne in mein Originalbild hineinziehen. Ich schließe mal das Bild mit dem Alpha-Kanal, damit ich hier ein bisschen mehr Überblick habe. So, da liegt also meine Hintergrundgrafik, die ich jetzt gerne an der Stelle des Hintergrundes einfügen möchte. Ich nehme ganz einfach das Verschieben-Werkzeug und ziehe dieses Bild auf das andere Bild, auf mein Originalbild und lasse es dort fallen. In welcher Größe das da jetzt ankommt und an welcher Stelle es liegt, ist vollkommen egal. Jetzt drücke ich die Taste F, um wieder das Bild in Einzeldarstellung zu haben mit dem blauen Hintergrund. Und jetzt achten Sie darauf, was ich mache. Ich habe hier ganz oben eine neue Ebene mit dem Himmel. Wo die eigentlich genau liegt, ist später dann egal, weil ich ja diese Ebene maskieren werde und sie dann nur dort zu sehen sein wird, wo die Maske es zulässt. Wenn ich meine von Cinema gelieferte Maske benutzen will, dann schaue ich in der Kanäle-Palette nach. Dort ist das Ganze als Alpha-Kanal abgelegt. Ich brauche den jetzt auch nicht zu aktivieren. Ich lasse meine Kanäle schön aktiv. Das Einzige, was ich tue, ich klicke mit gedrückter Steuerungs- oder Befehlstaste auf diese kleine Miniatur dieses Kanals. Und schon wird das, was diese Maske darstellt, mir als Auswahl ins Bild geladen. Diese schwebende Auswahl ist zunächst mal unabhängig von irgendeiner Ebene. Ich kann jetzt aber der Ebene Layer 1, also der Ebene, die den Himmel enthält, eine Maske zuweisen. Der Befehl ist hier unten versteckt unter einem kleinen Button, Add Layer Mask, also Ebenenmaske hinzufügen. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann wird die schwebende Auswahl benutzt, um dieses Himmelsbild zu maskieren. Leider Gottes war es falsch rum. Wenn Sie sich vorher überlegen, was Sie da tun, dann hätten Sie es auch vorher ahnen können. Das macht aber kein Mensch, ich mache das auch nicht. Ich mache es einfach rückgängig. Ich habe meine schwebende Auswahl wieder da. Und jetzt halte ich beim Drücken dieses Buttons die Alt-Taste gedrückt. Und siehe da, der Hintergrund wird korrekt eingefügt. Also mit Alt-Taste können Sie die Maskenwirkung sozusagen umkehren. Das war es im Prinzip schon, um den Hintergrund einzufügen. Jetzt noch ein paar kleine Anmerkungen zum Thema Ebenenmaske. Zunächst einmal klicken Sie unbedingt das Kettchensymbol weg, damit Maske und Bild nicht gemeinsam verschoben werden. Der Witz ist jetzt nämlich, und deswegen ist es eben auch so angenehm, das in Photoshop zu machen, dass Sie dieses Bild, dieses Hintergrundbild frei verschieben können, wie Sie möchten. Dazu müssen Sie aber die Bildminiatur aktivieren, nicht die Maskenminiatur, die Bildminiatur. Und jetzt können Sie mit dem Verschieben-Werkzeug diesen Himmel noch verschieben. Meistens sitzt er nicht richtig, vielleicht ist er auch zu groß. Ich mache das Bild mal kleiner, drücke die Tastenkombination Steuerung oder Befehl T. Und Sie sehen, der ist tatsächlich
ein bisschen zu groß für dieses Bild. Und vielleicht sieht es ja auch gut aus, wenn ich ihn ein bisschen kleiner mache. Tatsächlich wird es natürlich ein bisschen filigraner. So. Da sind ein bisschen mehr Wolken zu sehen. So. Schmaler kann ich nicht werden, sonst ist mein Bild gleich nicht mehr vollständig. Jetzt gibt es noch mehr Möglichkeiten. Wenn Sie die rechte Maustaste drücken, sehen Sie, dass Sie auch noch etwas spiegeln können. Flip Horizontal. Auch schön. Also alles Mögliche an Transformationen, was Sie gerne hätten, können Sie aufgrund dieses Rechtsklicks auswählen. Wenn Sie zufrieden sind, drücken Sie Return oder Enter und der Himmel ist gesichert. Die Maske ist, wie gesagt, dazu da, den Himmel dort auszublenden, wo er nicht zu suchen hat. Mit Drücken der Alt-Taste können Sie auf die Maskenminiatur klicken und sich die mal anzeigen lassen. Da ist sie. Und das war's. Ich habe jetzt einen Himmel eingefügt und habe mich dazu einer Maske bedient, die Cinema 4D mir geliefert hat, indem ich einfach das Bild noch einmal gerendert habe mit dieser Zusatzinformation. Wir werden jetzt weitermachen. Ich möchte gerne, dass diese Dachfläche von unten aufgehellt wird, und zwar in einer Verlaufsform. Hinten soll es so dunkel bleiben, wie es jetzt ist, aber nach vorne hin soll es wesentlich heller werden. Das ist eigentlich ein Beleuchtungseffekt und eigentlich sollte man den auch in Cinema 4D lösen. Aber es ist eben so, manches dauert in Cinema viel länger, als es eigentlich müsste und es wäre viel leichter, dies in Photoshop zu tun. Aufhellen würde ich das mit einer Tonwertkorrektur-Einstellungsebene und die wäre dann maskiert und in der Maske gäbe es einen Verlauf. Allerdings muss ich natürlich diese Tonwertkorrektur, diese Aufhellung wirklich nur für meine Dachuntersicht haben oder für meine Dachfläche. Alles andere, was im Bild liegt, wäre davon aber auch betroffen. Es wäre deswegen unheimlich schlau, wenn Cinema 4D mir eine Maske berechnen könnte, so wie eben für den Hintergrund, die nur dieses Dach freistellt. Und das kann Cinema 4D auch. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, in einem nächsten Schritt, wie das funktioniert.